Guten Abend, meine Damen und Herren. Der DWD warnt vor einem schweren Sturm ab Sonntag, dem 9.2.2020 und wird ab Sonntag ganz Deutschland mit Höhepunkt in der Nacht zum Montag erfassen. Es wird mit schweren Sturm- und Orkanböen gerechnet, die den ganzen Montag anhalten sollen. Die Stadt Detmold weist auf folgende Regelungen durch das Schulministerium NRW hin. Eltern entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist oder nicht. Bei extremen Wetterlagen können Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht. Sie können auch selbst entscheiden, ob sie ihre Fenster und Türen schließen oder nicht. Wir wünschen Ihnen dabei viel Glück. Also wie ihr mitbekommen habt, Freunde der Nacht, es soll heute ziemlich gewittern und ich möchte ausprobieren, wie das ist, in einem Sturm, dem Sturm völlig ausgesetzt zu zelten. Ach, ich krieg jetzt schon Angst. Es wütet jetzt schon langsam. Puh. Ich habe mir ja vor einiger Zeit ein Highlander-Zelt gekauft, hatte bis jetzt aber nie die Möglichkeit, das so richtig auf Herz und Nieren zu prüfen, ob es auch solchen Wetterbedingungen standhält. Es werden Orkanböen bis zu 130 km/h auf Feldern, Flachland und am meisten halt auf den Höhen, Anhöhen. Oh. Au. Das hört sich gar nicht gut an. Aber ich bin ein harter Bursche, so wie Django. Und ja. Ein paar Leute gehen hier schon spazieren. Wow, schon ziemlich heftig. Also der Höhepunkt soll ja, wird erwartet gegen Abend 19 Uhr und Mitternacht. Also zwischen diesen Zeiten hier bei uns in Ostwestfalen. Ich habe jetzt explizit so ein Feld ausgewählt, weil es hier am windigsten ist und ich hier einfach mein Zelt am besten testen kann. Django! Ja, ich bin jetzt hier auf einem Feld, relativ groß. Ich denke groß genug, damit sich der Wind hier entfalten kann. Und dann gucken wir mal, ne? Ich muss jetzt gleich noch ein Plätzchen suchen, dann mein Zelt hier irgendwo aufschlagen. Und gut ist, glaube ich, erstmal für den Anfang. Wir haben wieder ein bisschen Besuch hier, zufälligerweise. Und ja, das Zelt steht schon mal. Ich hoffe, er wird einen guten Dienst heute leisten. Vom Winter war jetzt noch nicht so viel gespürt, aber dürfte noch was werden heute. Hoffentlich fliegen wir nicht weg. Dann kann man das hier so zumachen. So. So, und jetzt dürfte der Wind nicht mehr reinkommen und muss oben drüber fliegen. Immer wieder zwischendurch kommen mal starke Böen und wenn ich was aufnehmen will, dann ist es schon zu spät. Warten wir mal ab und wenn sich hier in dieser Zeit, in der nächsten Zeit was tut, werde ich auf jeden Fall die Kamera direkt einschalten
Und dann gucken wir uns das Spektakel mal an hier. Hä? Oder nicht? Richtig, wirklich viel merke ich bis jetzt noch nicht von dem Sturm. Ja, hoffentlich gibt es dann heute noch richtig schönen Wind. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, ansonsten später fliegen hier noch Bäume rum. Aber ja, wenn die Schulen morgen schon geschlossen haben und die Kindergärten und wenn die überall in den Radios davon erzählen, ja, von wegen, wie schlimm Sabine sein soll. Man sagt ja, Frauen sind noch zickiger als Männer. Die können manchmal sehr stark wüten. Ja, haben sie einen schönen Namen gegeben, Sabine. Ich bin jetzt kein Tornado-Hunter oder sowas, aber... Ey, ich hatte einfach Bock, mal zu machen, einfach. Ich hatte einfach Bock, einfach mal das auszuprobieren, wie das ist, auf einem Feld, wenn es richtig stürmt. Wir haben ja nicht so oft jetzt irgendwelche Sturmböen, dass man sagen könnte, man kann das jetzt irgendwie jeden Monat machen. Das ist vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wo es richtig stürmt. Ja, und heute soll dieser Zeitpunkt wieder da sein. Also jetzt habe ich mich vorbereitet ein bisschen. Das Zelt ist eigentlich genau für solche Wetterbedingungen ausgelegt. Und dann werden wir mal gucken heute. Wenn nicht, kann ich mich vor Gericht berufen darauf. Ich habe hier noch eine Decke, das geht heute mit. Ja, als Untergrund oder so, mal gucken. Das kommt hier mit ins Zelt später. Ja, um 19 Uhr. Wie spät haben wir es jetzt? Wir haben jetzt um 19 Uhr soll der... Wir haben jetzt 17.41 Uhr, 20 vor 6. Hier ist mein Essen so ein bisschen noch. Ja. Jetzt komme ich schon 10 Uhr oder so. Na gut, wir haben jetzt ein paar Kartoffeln reingemacht ins Feuer. So richtig windig ist es jetzt immer noch nicht. Kam zwar ein paar Böen, aber war nicht wirklich windig, ne? Sturm, unter Sturm verstehe ich was anderes, ne? Von hier aus gesehen ist das jetzt hier unser Ausblick. Die ganze Stadt im Überblick. Topf, den ich modifiziert habe, versuche ich gleich hier so übers Feuer zu hängen. Ja, die Balken, die lagen hier schon ewig im Gestrüpp, die könnten auch mal weg. Bisschen Totholz. Nudeln. So. Hopp. Guck mal, das Gute ist, damit mir das nicht mehr passiert, kann ich den Topf einfach hochheben. Modifiziert habe ich den ja. So.
Und dann kann ich ihn wieder so halten oder irgendwo drauflegen. Und dann, wenn ich nicht mehr brauche, nehme ich weg. Mische ein bisschen um. Rühre ein bisschen um. Und mache ich wieder aufs Feuer. So, meine Suppe ist jetzt fertig gekocht. Gestürmt hat es immer noch nicht. Die Kollegen, die eigentlich hier mitzelten wollten, sind lost. Die sind abgehauen, weil zu kalt, zu windig, Angst im Dunkeln, keine Ahnung. Gut, jetzt kommt mal wieder ein bisschen Wind, aber das war's dann aber auch. Falls was ist, melde ich mich. Ne? Django. Django. Hier schlafen. Geh da schlafen. Geh schlafen. Ja, geh schlafen. So, dann machen wir hier zu. Es ist ein bisschen kühl geworden. Ist zwar ein bisschen windig, aber das kleine bisschen, das macht uns nichts, ne? Ja. Wir haben jetzt 23.20 Uhr. Wir schlafen jetzt erstmal weiter, ne? Und dann gucken wir mal. Also mich hat es gerade echt aufgeweckt. Hier ist eine Böe, Orkanböe vorbeigekommen. Hat echt alles gewackelt, das ganze Zelt, aber jetzt auch wieder still, ne? Von daher. Ja. Erstmal weiter schlafen. Gute Nacht. Ja. 0 Uhr. Draußen geht's richtig ab. Oh. Ruhig. Der Mist hat ja gerade übers Zelt gepeitscht, ey, boah. Ich dachte, wir fliegen gleich weg. Ja, ist auch schon wieder vorbei. Aber laut ist es. Oh, oh. Oh, oh. Oh, steht sein Zelt noch? Hey, ruhig. Oh, sein Zelt ist weg. Sein Zelt ist weg. Nein. Ich glaub's nicht. Das ist einfach weggeflogen. Das ist weg. Ich will wissen, wo das Zelt ist. Es ist aus. Ich glaube, ich habe das verschlafen, oder? Ich glaube, ich habe das entweder verschlafen oder das Zelt ist weggeflogen, wo ich
wirklich gedacht habe. Zuletzt, wo es einmal richtig aua, also hinter mir, da knallt es richtig aufs Zelt. Ich möchte einfach nur ein paar Stunden schlafen. Ach du, irgendetwas. Und es ist am Peitschen hier. Puh. Ja, wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Jetzt ist es gerade ein bisschen ruhig. Es regnet zwar immer noch, aber ich weiß jetzt auch, wo das Zelt ist. Nämlich da hinten. Ich kann jetzt nicht zoomen, also ist also 150 Meter weit weggeflogen.